Lindner, wir wollen gerne heute unser Wahlduell der Woche bestreiten, eben mit einem Mann der FDP. Das ist der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann. Und es sitzt hier Tino Chrupalla, der Bundesvorsitzende der AfD. Herzlich willkommen, Sie beiden. So. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Zwei Männer, beinahe das gleiche Alter, 44, 46 Jahre alt, da hören aber die Gemeinsamkeiten vermutlich auf. Hier ist ein Anwalt, der aus Gelsenkirchen kommt. Hier ist ein Malermeister mit eigenem Betrieb aus Görlitz. Sie sitzen im Bundestag nebeneinander. Sind Sie sich da eigentlich einig? Es gibt viele Juristen, viel zu viele Juristen und viel zu wenig Handwerker im Bundestag. Das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit, die man finden kann, denn die AfD ist ja eine Partei der neuen Rechten. Das ist eine Traditionslinie, die ja mal irgendwann entstanden ist, um den Liberalismus zu bekämpfen. Das ist die Traditionslinie meiner Partei und deshalb kann es da keine Gemeinsamkeiten geben. Hätte Sie eigentlich auch zur FDP ziehen können, Herr Chrupalla? Sie waren ja mal bei der Jungen Union. Ich war bei der Jungen Union. Ich habe sogar früher mal FDP gewählt, als die FDP sich noch um Mittelstand und Handwerk bemüht hat. Das ist ja mittlerweile auch vorbei. Mittlerweile überholen Sie ja auf der linken Seite die Grünen sogar noch, was Themen angeht. Also Mittelstand und Handwerk vertritt diese Partei nicht mehr. Deswegen gibt es ja auch uns. Glauben Sie eigentlich, dass das jemand glaubt, was Sie gerade sagen, dass wir linker sein als die Grünen? Ja, wenn ich Ihr Wahlprogramm sehe und Ihre Zuwanderungspläne sehe, dann sind Sie noch weiter als die Grünen mit 500.000 weiterer Zuwanderung pro Jahr. Das sind ja nun wirklich Dinge, wo ich sagen muss, das haben ja noch nie mal die Grünen auf der Tasche. Das stimmt, weil wir nämlich den Mittelstand und das Handwerk fördern wollen. Denn wenn Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen Handwerksmeistern sprechen, jedenfalls wenn ich im Ruhrgebiet mit denen spreche, die heißen übrigens häufig Mustermeffer mit Vornamen, die haben dann den Fliesenlegerbetrieb übernommen. Die suchen händeringend Leute, die sie ausbilden können und die den Job machen. Und die würden sich freuen, wenn wir dafür sorgen, durch ein vernünftigeres Einwanderungssystem, mit dem wir Leute, die arbeiten wollen und arbeiten können, nach Deutschland bekommen, den demografischen Wandel bekämpfen und dann die Ausbildungsplätze besetzt werden können und die Handwerksbetriebe auch wieder Leute haben, die die Arbeit machen können. Denn am demografischen Wandel, das wissen Sie auch, kommt keiner vorbei. Und deshalb werden wir geordnete Erwerbszuwanderung brauchen. Sonst wird Deutschland den Bach untergehen. Sagt die Bundesagentur für Arbeit, sagt 400.000 bräuchte man im Jahr, um eben Fachkräftemangel auszugleichen. Was ist Ihre Idee gegen den Fachkräftemangel? Ja, das ist natürlich dieser typische Lobbyismus, genau um die Zuwanderung weiter anzukurbeln. Aber da müssen wir einfach das will ich Ihnen ja gerade sagen, genau. Frau Maischberger, indem wir einfach uns erstmal die Ursache anschauen. Wir können doch nicht bloß immer an den Stellschrauben drehen und versuchen, dann diese Probleme mit Einwanderung, mit weiterer Zuwanderung zu lösen. Wir hatten die letzten Jahre übrigens reichliche Zuwanderung. Wo sind die Fachkräfte, die Sie uns versprochen haben? Herr Chrupalla, Moment, ich bin jetzt dran, Herr Buschmann. Zwei Dinge. Es gibt humanitäre Zuwanderung. Moment, und es gibt Herr Buschmann, ich will jetzt gerade noch mal antworten. Frau Maischberger fragte mich doch auf die Lösung. Wenn wir uns den Bundesbildungsbericht, Frau Maischberger, wenn wir uns den Bundesbildungsbericht. Ich hätte gerne die Antwort, wie Sie jetzt den akuten Fachkräftemangel verändern wollen. Gut. Ich bin ganz. Wenn wir uns den Bundesbildungsbericht anschauen, der Bundesregierung, der besagt doch, was das Hauptproblem ist, und das ist die Bildung. Und wenn ich mir anschaue, dass 50.000 junge Menschen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen, das ist der erste Skandal. Der zweite ist, dass in der Alterskohorte der 20- bis 34-Jährigen 2,2 Millionen junge deutsche Menschen keinen Berufsabschluss haben. Das zeigt das Problem. Also was wollen die Leute, von welchem Geld wollen sie später mal leben? Was wollen diese Menschen später mal für eine Rente bekommen? Da müssen wir ansetzen. Diese Menschen müssen gefördert und gefordert werden, ganz klar. Und sie müssen besser ausgebildet werden. Weil was ich selbst erlebt habe in meinem Unternehmen, was ich dort nach 10 Jahren für Lehrlinge bekommen habe, teilweise Lehrlingsangebote bekommen habe, da habe ich mich gefragt, was machen die eigentlich in der Schule? Und da hat nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch die einzelnen Länder massiv versagt. Und da müssen wir endlich ansetzen. So, Bildung statt Zuwanderung ist das Argument. Ja, das reicht ja nur nicht. Natürlich ist es richtig, dass jeder Mensch einen Schulabschluss machen sollte, dass wir alles dafür tun sollten und auch einen beruflichen Abschluss erwerben sollte. Aber die demografische Lücke, die wir haben, werden Sie ja dadurch nicht schließen können. Seit 1976 schrumpft die deutsche Erwerbsbevölkerung. Wenn wir keine Zuwanderung gehabt hätten, wäre das Problem viel größer. Sie müssen sich den Fakten ja stellen. Nee, das stelle ich mich doch. Sie werden es aber nicht mit Zuwanderung klären können. Jetzt lassen Sie mich auch mal ausreden. In Deutschland bekommen Frauen durchschnittlich 1,5 Kinder. Wir sind von den demografischen Verhältnissen wahnsinnig abhängig, was die Stabilität unserer sozialen Sicherungssysteme angeht.
Und deshalb werden wir nicht drum herum kommen, auch Menschen, die arbeiten können und arbeiten wollen, zu uns einzuladen. Das haben wir übrigens in den letzten Jahren gemacht. Nach der Finanzkrise sind Hunderttausende junge, gut ausgebildete Menschen aus Italien, aus Portugal, auch aus Osteuropa zu uns gekommen. Und wenn die nicht gekommen wären, dann würden wir heute nicht so gut dastehen, wie wir eben dastehen. Und deshalb ist es falsch, gegen Zuwanderung zu polemisieren und gegen Fremde zu agitieren, weil das schadet unserem Land und das schadet unseren nationalen Interessen. Ein Wort noch zum Einwanderungsprogramm. Sie haben ja in Ihrem Partei, also in dem Wahlprogramm ja auch einen Punkt drin, der sagt, wir brauchen eine Einwanderung nach japanischem Modell. Das ist, glaube ich, so. Japanisches Modell ist die Maximalforderung. Oder genau. Man kann das auch das kanadische, das ist in unserem Parteiprogramm. Punktesystem. Also Punktesystem. Natürlich sind nicht wollen komplett wir eine, gegen Einwanderung. Eine Zuwanderung noch dazu aus europäischen Kreisen, wo man auch sagt, die kulturell zu uns passen. Das ist, da sagt ja keiner was. Das wollen auch wir. Ja, aber wir wollen natürlich nicht diesen modernen Kolonialismus anfangen, dass wir uns jetzt in Länder begeben und dort gezielt nach Fachkräften umschauen. Damit tun wir diesen Ländern ja auch Unrecht. Damit gibt es auch eine Sogwirkung, was zum Beispiel Migration angeht in unser Land. Wenn wir denen noch die Pflegekräfte, die Fachkräfte, die Handwerker wegnehmen, das kann ja nicht Ziel auch einer Wirtschaftspolitik in den Ländern von uns sein, von Deutschland sein. Darf ich Sie beide, weil wir heute vermutlich nicht alle Wahlprogrammpunkte mit Ihnen gemeinsam diskutieren können, darf ich Sie bitten, eine kurze Runde, wo Sie mit Ja oder Nein antworten über andere Themen. Hartz IV abschaffen, ja oder nein? Liberales Bürgergeld heißt unsere Vision. Reformieren. Also beide Jein, sage ich mal. Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Nein. Nein. Amtszeit von Ministerpräsidenten und Kanzlern begrenzen? Absolut. 8 Jahre ist unser Vorschlag. Absolut, auch unser. Das Renteneintrittsalter erhöhen? Freie Wahl. Wir wollen das Renteneintrittsalter flexibilisieren ab 60. Klingt alles ähnlich. Moment, Post und Telekom komplett privatisieren? Also wir wollen Post und Telekom privatisieren, um mit diesem Geld in Breitband zu investieren. Also ja? Nein, ich denke auch, das ist ein Stück weit Daseinsvorsorge, auch was nein. Infrastruktur angeht. Also teils. Teil. Ja oder nein? Nein. Aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen? Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare? Absolut. Ja. Deutschland raus aus dem Euro, zurück zur D-Mark? Ja. Wahnsinn, nein. Die Maskenpflicht sofort abschaffen? Also im Freien braucht man sie nicht mehr, aber ich bin der Meinung, dass das ein Instrument ist. Wir wissen nicht, welche Virusvarianten noch auf uns zukommen. Also das aus dem Gesetz zu streichen, wäre falsch. Muss ich es angucken, gegebenenfalls, also gerade was Altenheime, Krankenhäuser angeht, da ist es sinnvoll, in anderen Bereichen Abschaffung. Dänemark hat am Wochenende alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Ein Vorbild für Sie? Dänemark. Ja, absolut, natürlich. Für Sie auch? Dänemark hat 80% Impfquote, das ist ein Vorbild und dann können wir auch aussteigen. 80% Impfquote, auch für Sie ein Vorbild, Herr Kropala? Nein. Das ist interessant, weil tatsächlich, Herr Kropala, die AfD macht wirklich Stimmung gegen Impfen. Es gab jetzt am Montag einen Auftritt von Björn Höcke, der in Dresden gesprochen hat, der gesagt hat, die Corona-Impfung ist eine Gentherapie. Ungeimpfte sind Freiheitshelden. Wörtlich sagt er, jeder, der diesem Druck der Impfung widersteht, ist nicht nur ein aufrechter Demokrat, er ist in meinen Augen ein Freiheitskämpfer, ja auch ein Freiheitsheld. Ich danke jedem, der sich nicht genmanipulieren lässt, herzlich für seinen Einsatz, für seine Kraft zu widerstehen. Stimmen Sie diesem Satz zu? Stimme ich so nicht zu, aber allerdings ist meine Position... Welchen Teil stimmen Sie nicht zu, der Genmanipulation oder dem Freiheitshelden? Dass ich jemand gratuliere, ob er sich nun impfen lässt oder nicht. Nein, es ist ja eine Aufforderung, sich nicht impfen zu lassen. Ja, das würde ich so nicht tun, weil das eine Freiheitsentscheidung ist eines jeden einzelnen Menschen. Das ist auch meine und auch unserer Partei. Ist denn die Corona-Impfen eine Genmanipulation? Ja. Frau Maischberger, es sind mRNA-Impfstoffe. Inwieweit die auf den Organismus einwirken, das müssen Ärzte entscheiden, Virologen und Epidemiologen. Die sagen das sollten nicht Politiker machen. Aber die sagen und wir stehen ganz klar für die Freiwilligkeit der Impfung. Ganz klar, das muss jedem sein individuelles Recht sein, was auch das Grundgesetz sagt, Artikel 2, Absatz 2. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir möchten aber auch nicht diesen Impfdruck und diese Impfpflicht durch die Hintertür, die wir aktuell erleben. Aber mit 2G, 3G, ich hoffe, wir reden dann darüber noch. Und vor allen Dingen auch den Druck auf die Familien, auf unsere Kinder. Da bin ich wirklich sehr sensibel. Ich habe selbst 3 Kinder. Finger weg von unseren Kindern, das möchte ich nicht. Gut, aber das trotzdem nochmal. Also wir wissen, dass auf den Intensivstationen 80% der Patienten, die da jetzt gerade landen, sind Ungeimpfte. Das sind in Israel anders. Das sind die über 60-Jährigen. Da sind die Geimpften auf der Intensivstation. Ja, ich sag's von Deutschland. Das.
Ich rede jetzt von Deutschland. Ja. 80% der Deutschen über 60-Jährigen auf Intensivstationen sind eben Ungeimpfte. Bei den über 60-Jährigen sind es 90%. Wenn man dann sagt, jeder, der sich nicht impfen lässt, ist ein Freiheitsheld, ist das verantwortlich gegenüber auch der Gesundheit der eigenen Leute? Nochmal, das ist nicht meine Position. Das habe ich ja gerade erst gesagt. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Wenn jemand meint, dass er durch diese Impfung einen Schutz erwirken will oder braucht, dann sollte er das tun. Das ist sicherlich für vulnerable Gruppen auch sinnvoll. Für ältere Altersgruppen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Allerdings für junge Generationen, für Kinder, halte ich das wirklich für gefährlich. Herr Buschmann, Sie sind ja auch die Partei der Freiheit. Sie haben ein Problem mit 2G, weil Sie sagen, es macht zu viel Druck auf die Ungeimpften. Ist es das Freiheitsrecht des Einzelnen, was gegen die Impfung steht für alle? Also erstmal der Grundsatz ist, ich bin dafür, sich impfen zu lassen. Ich werbe dafür. Aber es ist natürlich so, dass ein medizinischer Eingriff, den können Sie nicht gegen den Willen von Menschen durchsetzen. Das kann sich auch jeder vor Augen führen. Wir wollen ja nicht ein Land sein, in dem dann zwei Wachtmeister einen Menschen festhalten und dann wird mit staatlichem Zwang die Spritze in den Oberarm gepackt. Das können wir uns nicht vorstellen. Das will sich auch niemand vorstellen. Ich werbe trotzdem dafür, sich impfen zu lassen. Und ich warne auch vor einem Klima, nämlich dass wir so eine Art Brunnenvergifter-Debatte führen. Die Menschen müssen sich frei entscheiden können. Aber da schaden natürlich solche wirren Äußerungen wie von Herrn Höcke und ja nicht nur in dem Thema. Der Mann hat ja wirrste Vorstellungen und das vergiftet natürlich das Klima. Ich möchte, dass sich die Menschen frei entscheiden können. Ich möchte, dass sie Aufklärung bekommen. Jeder, der Sorgen hat vor diesem Impfstoff, der ist wirklich gut erforscht. Wir haben mittlerweile sehr viele Daten. Es sind ja hunderte von Millionen Menschen mittlerweile. Lassen Sie mich bitte ausreden. Wir haben ja Daten wie kaum zu anderen Impfstoffen. Und wer Sorgen hat, der soll doch mit seinem Hausarzt sprechen oder soll sich an einen Spezialisten wenden. Und ich hoffe, dass dann viele Sorgen genommen werden können. Und ich möchte, dass wir so schnell wie möglich aus der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite aussteigen. Ich möchte, dass wir die Intensivstation entlasten. Und eine hohe Impfquote ist ein Weg dazu. Und am besten wäre es, wenn wir viele niedrigschwellige Angebote machen, mobile Impfteams rausschicken. Das trägt dazu bei, dass sich viele Menschen impfen. Wir führen jetzt nicht die Debatte, die Ärzte führen, haben Sie ja gerade selber vorgeschlagen. Deswegen werden wir jetzt nicht über die Wirksamkeit und auch nicht über die Gefährlichkeit der Impfstoffe reden, wenn Sie mir das erlauben, sondern über die politischen Entscheidungen. 2G ist das, was viele Bundesländer jetzt einführen. 2G heißt nur noch Genesene und Geimpfte können eine Veranstaltung, ein Restaurant betreten, beziehungsweise das Restaurant kann das frei entscheiden. Ein Gedanke, dem Sie sich anschließen können, das ist ja die Freiheit der Entscheidung für die Restaurantbesitzer? Das kann natürlich jedes Unternehmen für sich frei entscheiden. Dann wird dann natürlich jedes Unternehmen sehen, ob noch Gäste dann da sind. Also das muss jedes Unternehmen für sich wirklich entscheiden, ist durchaus. Allerdings halte ich für einen Zwang, was 2G, auch was 3G angeht, nichts. Weil das spaltet unsere Gesellschaft weiter. Und was wir erleben in unserem Land, ist die Spaltung der Gesellschaft. Und das wird durch die Bundesregierung mit solchen Maßnahmen eben befördert. Und das erleben wir in allen Bereichen, dass mittlerweile Gesunde außen vor sind. Wir reden hier von gesunden Menschen, die Freiheits- und Grundrechte eingeschränkt bekommen. Und das kann so nicht weitergehen. Das halte ich in einem Deutschland, wo wir auch sagen, was normal sein soll, nicht für nicht normal. Herr Buschmann? Also erstmal, es gibt ja nicht das einheitliche 2G, auch da gibt es ja Unterschiede. Berlin beispielsweise geht ja unglaublich robust auch mit Kindern um. Die sind nicht ausgenommen, die können sie sind nicht ausgenommen, das halte ich für falsch, ganz schwierig. Also wie sollen denn dann die Eltern ein Restaurant, wenn sie keine Kinderbetreuung und so weiter haben? Also halte ich für einen großen Fehler, für familienfeindlich. Zweitens, wir müssen das aus der Sicht des Gefahrenabwehrrechts ja betrachten, weil wir wollen ja mit Corona eine Gefahr abwehren. Und wenn Menschen mit einem Test nachweisen, und zwar ungefähr mit einer gleichen Unschärfe, wie es auch Impfdurchbrüche gibt. Also dass eine solide getestete Person ist ungefähr genauso gefährlich wie eine geimpfte Person. Dann müssen wir, wenn wir zu diesem Ergebnis kommen, und das sagen uns ja Forscher, die Fälle auch vergleichbar behandeln. Und das heißt, halte ich 3G, geimpft, genau, getestet. Genau, getestete Person, wer sich testet, muss genauso behandelt dann werden wie ein Geimpfter oder ein Genesener. Glauben Sie, man kriegt dann noch 80% Impfquote, die Sie ja gerade bei Dänemark gelobt haben? Ja, weil ich glaube, dass man Menschen zu einer solchen persönlichen Entscheidung nicht bringt, indem man Druck auf sie ausübt. Dann sieht man eher dann
gibt so einen Reflex, sich dagegen aufzubäumen, sondern wir sollten die Angebote so einfach wie möglich machen. In Israel haben wir gesehen, da hat man das in Bars gemacht, da hat man das in Supermärkten gemacht. Wir fangen jetzt in Deutschland langsam, Gott sei Dank, an, auch mal mobile Impfteams rauszuschicken, auch in soziale Brennpunktbereiche, dass wir auch in fremden Sprachen aufklären. Also Sie sind zuversichtlich. Das müssen wir tun. Herr Kruppalla, ich muss mit Ihnen noch über die Haltung der AfD in Corona reden, auch einfach über Ihre persönliche, weil Sie am Anfang dieser ganzen Pandemie im März 2020 noch sehr für rigide Maßnahmen waren. Sie waren auch dafür, die Schulen zu schließen. Sie persönlich, das können wir mit einem Tweet uns einmal angucken, haben gesagt, zu den Masken, ob die sinnvolle Maskenpflicht jetzt kommt oder nicht, tragt Maske. Auch ich habe eine selbstgenähte Maske von der AfD Sachsen erhalten. Wir sehen es gerade nicht auf dem Monitor, liebe Kollegen. Vielleicht gibt es uns noch mal ins Studio. Da, voilà. Und dann 2 Monate später sagen Sie, wir setzen vielen Dingen auf Freiwilligkeit. Wer das möchte, kann eine Maske aufsetzen. Ich mache es nicht. Nein, auf keinen Fall. Hauptsache dagegen, wie soll das eine glaubwürdige Politik sein? Ein Schwenk um 180 Grad. Ich bitte Sie, Frau Maischberger, in dieser Zeit haben wir alle dazu gelernt, in vielen Punkten. Dass eine Maske sinnvoll ist und also, danach nicht. Also Entschuldigung, Herr Spahn hat selbst umgekehrt gewesen. Herr Spahn hat zu dieser Zeit im März selbst noch von einer etwas größeren Grippewelle gesprochen. Genau, Sie Frau Merkel hat gesagt, die Maske ist eine Virenschleuder. Genau. Also auch die haben sich ja positionell geändert. Ja, aber geändert. Sie waren dagegen, ja, natürlich. Als dann die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass die Masken schützen, waren Sie als wir gemerkt haben, dass die Masken zum Beispiel im Außenbereich sinnlos sind. Und das sagen ja nur auch viele Ärzte und Virologen. Aber das ist ja nicht Außenbereich. Ja, wir haben doch gesehen, auch in dem ganzen Ablauf dieser sogenannten Pandemie, dass wir bei vielen Dingen auch unsere Anpassung geben mussten, auch was unsere Themen anging und auch was unsere Position anging. Und da haben wir uns natürlich sehr wohl in diesen Dingen anders geäußert. Das will ich ganz klar sagen. Wir haben auch dazugelernt. Ja. Aber insgesamt sehen wir ja aktuell, dass die Verhältnismäßigkeit Frau Maischberger, also der Sinn und der Zweck mittlerweile weit auseinandergehen und das kritisieren wir und das kritisieren wir zu Recht. Wir sehen andere europäische Länder, wie zum Beispiel jetzt Dänemark, die ganz andere Wege gehen und auch Schweden, die ganz andere Wege gegangen sind. Deswegen halten wir auch nichts weiter davon, dass die pandemische Lage weiter aufrechterhalten wird, dass Grund- und Freiheitsrechte weiter eingeschränkt wird und dass dieser Druck gerade auf Familien mit Kindern, will ich noch mal betonen, haben weiter aufrechterhalten. Also Sie sind nicht der Meinung, dass Sie mal da und da waren, Hauptsache gegen das waren das, doch alle, Frau Maischberger, mal da. Das kann ich Ihnen von allen möglichen Politikern Beispiele nennen, die genau das haben. Und also unsere Position ist mittlerweile klar. Ja, Herr Buschmann, bei der FDP war das genauso gewesen. Die haben auch rumgeeiert, natürlich auch in anderen Bundesländern, wie in Rheinland-Pfalz. Herr Rupala, jetzt ist mal gut. Das ist nicht so, nur weil Sie das sagen. Jetzt lassen Sie mich auch mal dazu sprechen. Sie haben ja schon am meisten gesprochen von uns allen beiden. Die Moderation, glaube ich, macht Frau... Sie sind ziemlich ausgeglichen. Ich moderiere nicht. Ja, aber vielleicht lassen Sie mich jetzt einfach mal hier die Debatte führen. Ja, das wollte die Moderation. So, niemand ist bei der FDP rumgeeiert, natürlich, sondern es gab nicht. Jetzt, also, Herr Kruppalla, Sie irrlichtern durch diese Pandemie. Allein, ich weiß nicht, ob Sie sich mal zuhören, Sie haben vorhin noch von dieser sogenannten Pandemie gesprochen. Ja, es ist keine mehr. Als ob es keine mehr wäre. Ja, das ist mal interessant zu hören, dass es keine Pandemie mehr sei. Sie sind geirrlichtert. Am Anfang waren Sie die, die am panischsten gerufen haben, am besten sofort den Bundestag zu machen und Notstandsrecht auszurufen. Grenzsicherung haben wir gesagt. Nein, Herr Kruppalla, jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Sie wechseln jetzt das Thema, weil Ihnen das peinlich ist. Das kann ich auch verstehen. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Sie sind geirrlichtert. Am Anfang wollten Sie alles zumachen und alles dicht machen. Dann waren Sie gegen alle Maßnahmen? Dann haben Sie zwischendurch berichtet, die Krankheit sei gar keine Krankheit. Und Sie haben dann irgendwann die Querdenker als Zielgruppe entdeckt. Sie sind völlig geirrlichtert. Bei uns war der Maßstab völlig klar. Es gab eine erste Phase der großen Verunsicherung, wo wir noch wenig über das Virus wussten. Ach. Da haben wir auch die Bundesregierung darin in vorsorglichen Maßnahmen unterstützt. Und dann haben wir zunehmend Wissen aufgebaut. Und dann haben wir zur Mitte des letzten Jahres Stufenpläne entwickelt. Und wir haben übrigens auch in den Ländern, Herr Kruppalla, weil Sie das immer wieder behaupten, aber das macht es ja nicht richtiger. Also bei Jamaika in Schleswig-Holstein, das war die erste Landesregierung, die einen bundesweiten Stufenplan vorgestellt hat, unter Heiner Gag, dem FDP-Gesundheitsminister. Herr Kruppalla, bleiben Sie mal ruhig. In NRW gibt es die aktivste Politik zum Offenhalten von Schulen und Kindergärten. Hat uns große Kritik eingebracht, aber das war die klare Linie. Und in Rheinland-Pfalz, wo die FDP
FDP auch das Wirtschaftsministerium geführt hat, früher mit Herrn Wissing und jetzt mit Frau Schmidt. Da gab es die ersten großen Versuche, um Außengastronomie infektionssicher durchzuführen. Wir haben in der gesamten Pandemie mit konkreter Regierungspolitik, da wo wir Verantwortung getragen haben, versucht, Wege zu finden, Öffnungsperspektiven seriös zu ermöglichen. Und das kann uns niemand absprechen. So, jetzt, Herr Kopalla, das Stichwort Querdenker ist gefallen. Da würde ich gerne auch noch mal Ihre Haltung dazu haben. Die Querdenker sind eine Gruppierung, auf die Sie zugehen wollen oder von denen Sie glauben, dass man sie eher nicht zu stark beachten sollte? Wissen Sie, wir sollten als Politiker und als Demokraten jede Straßenbewegung und jede Form von Demonstration auf der Straße beobachten. Natürlich auch uns anschauen, was treibt eigentlich die Menschen auf die Straße? Mhm. Was sind die Gründe dafür? Mhm. Das trifft für Pegida genauso zu wie für die Querdenker, genauso wie für Fridays for Futures. Also auch das schaue ich mir genauso an und möchte wissen, warum gehen junge Menschen, warum gehen Ärzte, warum gehen ältere Menschen? Wir haben auch eine riesengroße Ärzte-Demo gehabt in Berlin. Also auch das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir sollten also die Sorgen und Nöte genau dieser Bevölkerungsgruppe aufnehmen und natürlich auch diese Themen ins Parlament tragen. Das ist auch die Aufgabe von Politikern und ich sehe mich als Volksvertreter. Ich bin gewählt vom Volk und das mache ich auch. Sie haben die Querdenker ins Parlament getragen, also ganz persönlich. Ich habe keine Querdenker ins Parlament. Nein, Sie nicht, aber die AfD hat ja natürlich aus dieser Gruppierung heraus Menschen ins Parlament gebracht. Die haben dort dann Abgeordnete genötigt, so kann man das sagen. Das ist richtig gewesen, das haben wir auch kritisiert und das haben wir natürlich auch gerügt. Gut, das waren aber die sind nicht eingeschleust worden, die wurden ordentlich angemeldet, auch das muss man mal sagen, wenngleich das Benehmen natürlich kritikwürdig ist, ganz klar. Ich habe eine letzte Frage an Sie beide, Ihr deutsches Lieblingsgedicht. Freiheit ist Liebe, Freiheit ist Recht, den Menschen adelt und weiht sie vom Knecht. Sie steht bewaffnet an des Stufen Thron, Achtung, vor Freiheit und Gesetz hört man sie rufen. Achtung vor sich selbst. Ich muss aufpassen, welche Fragen Achtung ich stelle. Vor sich selbst und vor des Menschen Pflicht. Wer sie nicht achtet, verdient die Freiheit nicht. Friedrich Halm. Herr Kopalla. Ja. Heinrich Heine hatte ich ja schon mal erwähnt. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Und das, und was wir in Deutschland, das, was wir in Deutschland gerade aktuell, wissen Sie, wie das Gedicht weitergeht? Das, was wir in Deutschland gerade aktuell erleben, zieht das ja genau darauf wissen hin. Wissen Sie, wie das Gedicht weitergeht? Ja, dann ja, natürlich weiter. Denke ich an Deutschland in der Nacht, da bin ich um den Schlaf genau gebracht. Und dann? Ja, das ist ja jetzt nicht das Thema, wie es doch weitergeht. Das ist das Thema. Nein. Weil es geht nicht um Deutschland. Doch, es geht um Deutschland. Nein, es geht um die Mutter. Ja. Kranke Mutter von Heinrich Heine. Genau. Endlich an Deutschland in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Um Deutschlands... ja, sehen Sie, Sie wissen es ja selbst jetzt gerade nicht. Ich kann es nicht auswählen, aber es geht darum, Deutschlands... um Deutschlands zehre ich mich nicht so sehr. Wäre die Mutter dort nicht, das Vaterland verdirbt nicht, aber ja, das die alte geht Frau schon, kann sterben. Geht also es geht vor allem, es geht schon ums Vaterland vor. Ich konnte mir tatsächlich Gedichte nie merken, aber es geht nicht ums Vaterland, sondern um die kranke Mutter. Ja, das mag ja sein, aber nicht. Es geht gerade eben um Deutschland, also, macht ja er sich keine Sorgen, sondern um die kranke Mutter. Wenn ich ganz kurz sagen darf, aber es kann kein Zweifel bestehen, dass man Heinrich Heine nicht nationalistisch, nicht autoritär interpretieren kann. Das habe ich ja nicht gesagt. Heinrich Heine, ja, dann nehmen wir es doch nicht an. Also Heinrich Heine war nun wirklich jemand, der ja aus dem französischen Exil herausgeschrieben hat. Ja, und was ist dabei jetzt? Und, also, was wollen Sie denn hinaus? Weil die Mutter krank war, hat er sich nach Deutschland erzählt. Ja, aber was wollen Sie denn jetzt hinaus? Dass er nicht um Deutschland sich Sorgen gemacht hat, sondern um seine Mutter. Das nur mal festgestellt. Ich glaube, Ulrich Wickert würde mir jetzt helfen, weil er das Gedicht auswendig zitieren kann. Nein, ich kann zum Beispiel Ribbeck von Ribbeck von Hafenland. Das da oben. Im Garten, ein Baumstein. Aber das können Sie, wie geht's weiter? Wissen Sie, wie es weitergeht? Nein, ich kann Ihnen andere Gedichte noch zitieren. Die drei Spatzen zum Beispiel von Christian Morgenstern. Können wir ja da weitermachen. Okay. Da können wir vielleicht zum Triell wiederkommen. Das war jedenfalls die Antwort auf den. Es war die Antwort auf den Kinderreporter von Novo heute. Vielen herzlichen Dank an Marco Buschmann und an Tino Kopalla.